Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Geigenkurses. Heute zeige ich euch die perfekte Bogenhaltung und wir sind erst in der zweiten Folge, das heißt, es kommt noch sehr viel mehr. Bleibt also dran und schaut euch auch die anderen Folgen an. Es gibt natürlich sehr, sehr viele tolle Übungen für die richtige Bogenhaltung. Heute zeige ich euch aber wirklich die Basics, die ihr auch verinnerlichen solltet. Es gibt verschiedene Bogenhaltungen, zum Beispiel die franco-belgische und die russische Bogenhaltung. Die franco-belgische könnt ihr zum Beispiel bei Izak Perlmann sehen, die russische bei dem wunderbaren Geiger Jascha Heifetz. Beide Varianten haben natürlich ihre ganz eigenen Vorteile. Um es mal ganz kurz zu sagen, damit ihr versteht, was ich meine. Die russische Variante zeigt sich dadurch, dass wir mehr Gewicht auf den Zeigefinger verteilen. Und das nennt man Pronation. Und die franco-belgische zeichnet sich dadurch aus, dass alle Finger einen stärkeren Ausgleich haben, indem wir die Finger einfach mehr Richtung Kleinfinger orientieren. Egal welche Haltung bevorzugt wird, für alle gelten die gleichen Grundprinzipien. Wir wollen im Prinzip einen schönen, starken und ausgeglichenen Halt auf dem Bogen haben, aber trotzdem die Flexibilität der Fingergelenke und anderen Gelenke aufrechterhalten. Das ist wichtig für schöne Bogenwechsel und auch für gute Seitenwechsel. Wenn euch jetzt auch noch interessiert, wie ich meinen Bogen halte, wie ich beim Spielen aussehe, blende ich euch an dieser Stelle ein ganz kurzes Video aus einem meiner Konzerte ein. Jetzt schnappt euch bitte euren Bogen, ich zeige euch nämlich, wie eine professionelle Bogenhaltung aussieht. Als erstes, wenn ihr euren Bogen schon in der Hand habt, haltet ihr erstmal in der linken Hand. Die rechte Hand lasst ihr ein bisschen hängen, dass praktisch euer Handgelenk höher ist als der Rest des Arms. Und jetzt wollen wir erst einmal den Mittelfinger und den Daumen suchen und zusammenbringen. Okay, also in Kombination mit dem hängenden Handgelenk und dieser Übung gehen wir jetzt zum Bogen und suchen uns die Stelle, die praktisch kurz hinter diesem Lederaufsatz zu finden ist. Also nicht ganz in die Kuhle am Frosch, ein bisschen davor. Und bringen die Finger dahin. Okay, das heißt, ihr habt schon mal diese Haltung. Lasst euer Handgelenk etwas hängen. Als nächstes bringen wir jetzt den Zeigefinger nach vorne zur Stange und kippen die Hand ein bisschen nach vorne. Und bringen jetzt den dritten und vierten Finger auch auf die Bogenstange. Das Ganze sieht dann schon mal so aus. Wichtig ist an diesem Punkt, dass ihr die Finger nicht zu tief aufsetzt, weil ihr dadurch eure Gelenke blockiert mit der Bogenstange. Das heißt, schaut immer, dass ihr wirklich mit den Fingerkuppen den Bogen anfasst. Der kleine Finger sitzt einfach nur auf der Stange oben drauf. Der Zeigefinger darf natürlich richtig drauf liegen. Wenn ihr euch jetzt nochmal die Bogenhaltung anguckt, schaut mal, dass es eine leichte V-Form ergibt. Das heißt, der Zeigefinger sitzt relativ hoch, der kleine Finger auch. Das sind also unsere oberen Ecken vom V. Und dann geht es über den zweiten Finger zum dritten Finger ein bisschen nach unten, wieder nach oben. Wenn ihr diese Form erreicht, dann ist es eigentlich schon eine sehr, sehr gute Bogenhaltung. Eine letzte Sache noch, guckt immer, dass eure Fingergelenke flexibel sein können, also nicht zu viel Spannung in den Fingern aufbauen, damit ihr den Bogen hinterher gut halten könnt, aber trotzdem die Finger immer noch gut bewegen könnt. Das wollen wir immer sicherstellen. Und zusätzlich noch der Daumen, der wird oft vergessen und wird oft leider sehr viel zu viel durchgestreckt. Das heißt, guckt auch hier, dass der Daumen eine schöne runde Position hat. Und dann habt ihr eine wunderbare Bogenhaltung und seid bereit für die ganze Bogentechnik, die noch kommen mag. Wenn ihr auch noch weitere Übungen zur Stärkung und Flexibilität der Finger lernen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, denn ich zeige euch im weiteren Verlauf der Folgen noch weitere sehr, sehr gute Übungen. Ich hoffe, die Folge hat euch erstmal gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode.